Herzlich willkommen in der Hummelmanufaktur in Rödental in Oberfranken. Hier in diesem Werk entstehen sie also, die weltbekannten Hummelfiguren, wohlgemerkt von Hand gemacht. Doch wie genau sind die Prozesse, wie genau entstehen diese Figuren? Das wollen wir Ihnen heute zeigen in unserem Film. Und wir wollen natürlich auch die Menschen zeigen hinter den Kulissen, diejenigen, die diese Figuren fertigen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier sind wir zu Gast in der Modellabteilung. Hier entstehen sie also, diese ganz wunderbaren Hummelfiguren, die sich auf der ganzen Welt größter Beliebtheit erfreuen. Und dass diese Figuren sozusagen entstehen, das ist natürlich auch einer Dame zu verdanken, die seit über 40 Jahren hier im Betrieb tätig ist und diesen Figuren sozusagen Leben einhaucht. Das ist Marion Huschka. Sie hat heute ein bisschen Zeit für uns und wir wollen ihr natürlich gerne mal über die Schulter schauen und sie auch fragen, wie diese Figuren in der Tat entstehen. Wir freuen uns, dass sie ein bisschen Zeit hat für ein kleines Interview. Marion, seit über 40 Jahren arbeitest du hier an diesem Schreibtisch und bist kreativ, hauchst diesen Figuren sozusagen Leben ein, wenn man so möchte. Wer entscheidet denn eigentlich, welches Modell sozusagen jetzt von dir gebaut werden soll? Das ist unterschiedlich. Von den Ideen her, das kommt einmal von uns hier, von den Kollegen, von mir. Es kommt aber auch von unserem Chef, der seine Ideen hat. Das heißt also, so eine Skizze, so ein erster Entwurf kommt unter Umständen einfach auf einem Stück Papier zu dir? Wenn man irgendwann zwischen der Arbeit drin eine Idee hat, Blatt Papier skizziert, oder man legt gleich in Ton, eine ganz grobe Tonskizze, Tonanlage, sagen wir, an. Und dann sieht man das genauso schön. Zu den bestehenden Figuren, zu den Klassikern sozusagen, kommen natürlich auch immer wieder neue Figuren dazu. Also wir haben einerseits die Originale. Da halten wir uns wirklich strikt nach den Originalbildern der Schwester Maria Innocentia Hummel und versuchen, die wirklich eins zu eins umzusetzen, soweit es eben technisch machbar ist. Das Einzige, wo man doch selber ein bisschen kreativ werden kann, ist natürlich die Rückseite, weil von einem Bild hat man eben nur die Vorderseite. Dass er aber sehr jung gestorben ist und auch nicht so viel mehr an Originalen übrig ist, ist es uns seit ein paar Jahren erlaubt, auch sogenannte Interpretationen zu machen. Das heißt, wir nehmen das Original-Artwork und überlegen uns selber Szenerien, was jetzt das Mädchen, was es auf dem Originalbild macht, im nächsten Moment machen könnte. Mal abgesehen von den Richtlinien, die es gibt, nach denen ihr arbeiten müsst, bist du sonst eigentlich frei und kannst kreativ arbeiten? Für die ersten Ideen ja. Die entstehen ja mehr oder weniger im Kopf, dann bin ich recht frei. Ansonsten muss ich wirklich auch die Technik berücksichtigen. Da muss ich schon wirklich sehr eng auch mit den Fachleuten aus der Gießerei oder aus der Malerei arbeiten, um eben zu wissen, was ist noch machbar, was ist nicht machbar, wo kommen sie mit den Pinseln noch hin, ist da noch Platz genug, kann man das auch richtig zerschneiden. Und sowas muss vorher abgeklärt werden. Und sowas musst du auch bedenken? Sowas muss ich bedenken, ja, ja. Um arbeiten zu können und um solche Figuren entstehen lassen zu können, braucht man natürlich auch Handwerkszeug. Du hast ein bisschen was mitgebracht, Marion. Erklär uns mal, was wir da sehen. Das ist einmal Messwerkzeug, sehr wichtig. Für die groben Arbeiten, Eisen, Kratzer, Messer und dann wird es ganz fein. Für die Augen, für die Nasen braucht man wirklich so feines Werkzeug. Das beste Werkzeug sind die Finger, sind die Hände. Und wenn alles dann beschlossen ist und alles sozusagen zur Abnahme fertig steht, geht es dann in die Produktion? Es kann noch nicht gleich in die Produktion, es muss jetzt noch genehmigt werden. Also man kann sagen, von der Entstehung, von der Idee sozusagen, bis dahin, dass die Figuren dann letztendlich im Verkaufsraum angeboten werden, ist also schon ein langer Weg, oder? Das dauert recht lang, weil wenn man jetzt bedenkt, von der Skizze an, bis über die Tonanlage erstmal, die schon angeschaut wird, ob das überhaupt die Richtung ist, die wir wollen. Über die endgültige Genehmigung, dann die ganzen technischen Geschichten.
Man muss ja bedenken, Formenbau, man muss bedenken, die Gießerei, die Malerei, also der ganze Prozess, das muss ja stimmen, die muss ja funktionieren, die Figur. Und dann kann sie erst weiter in die nächste Abteilung, in die Modell- und Formenfertigung. Marion, die Hummelfiguren, die erfreuen sich ja auf der ganzen Welt größter Beliebtheit, das wissen wir. Was ist denn so deiner Einschätzung nach das ganz Besondere, das Wertvolle auch an diesen Hummelfiguren? Für mich ist das Besondere diese Aussagekraft der Kinder, dieses Liebevolle, dieses Franziskanische, was die Schwester Maria Innocentia da reingebracht hat, diese Liebe zu den Menschen, die Liebe zu eigentlich allen Kreaturen. Und dass diese Bilder das aussagen, das fasziniert mich auch immer noch. Meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern haben schon hier gearbeitet. Und ich bin sozusagen mit den Hummelfiguren eben aufgewachsen. Was glaubst du denn, Marion, wie werden sich denn die Hummelfiguren in der Zukunft entwickeln? Oder andersrum gefragt, man hat ja schon den Eindruck, dass trotz dieser schnelllebigen Zeit sie nichts an Attraktivität verloren haben. Nein, haben sie nicht. Auch für mich nicht. Weil es eben in dieser hektischen Zeit heutzutage irgendwo für mich so ein Ruhepunkt ist. Sie strahlen diese Wärme aus, diese Ruhe, dieses in sich versunken sein, dieses Kindliche. Das ist einfach was Schönes. Also man merkt schon, sowas kann man natürlich im Besonderen über diesen langen Zeitraum nur machen, wenn man mit ganz viel Herzblut arbeitet. Das merkt man bei dir. Dankeschön.